Hey Leute, die Technik schreitet Tag für Tag in einem rasanten Tempo voran und es ist mittlerweile echt schwer, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Heute nehme ich euch mal wieder mit auf einen Trip in die ganz alte Technik. Und damit meine ich eigentlich jetzt nicht die alten 720p Kameras, auch Toaster genannt. Nein, heute stelle ich euch das wohl älteste technische Produkt vor, das jemals ein Video auf diesem Kanal sein eigen nennen durfte. Die Schreibmaschine. Wir schreiben das Jahr 1714. Henry Mill wird ein Patent erteilt, das von einer Maschine handelt, die, wie beim Buchdruck, mit gefärbten Lettern Buchstaben auf ein Blatt Papier schreiben kann. Außerdem sollten durch den auf einen Punkt konzentrierten Druck die Buchstaben tiefer in das Blatt hineingedruckt werden, sodass es erstens schwerer war, die Dokumente zu fälschen, zweitens die Buchstaben auch länger erhalten bleiben sollten. Ob diese Maschine jemals gebaut wurde, bleibt aber ungeklärt. 1808 stellt der Italiener Pellegrino Turri eine Schreibmaschine her. Und zwar für die erblindete Gräfin Carolina Fantoni da Fifizzono. Oh mein Gott, was für Namen in dieser Welt einst existierten. Ich würde mir die Kugel geben. Aber auf meiner Kugel sitzt ein kleiner Bär. Und der Bär, der schreit. Na, du kleiner Kugelschreibär. Was? Ach so. Ja, ich bin sogar zu blöd, um 50 Cent einzuwerfen. Da haben wir es. 1821 stellt Karl Dreis die wahrscheinlich musikalischste Schreibmaschine her. Das Schreibklavier. Diese gibt er seinem erblindeten Vater. Wir merken, die ersten Kunden haben eindeutig blind zugegriffen. Über die Jahre hinweg kamen dann immer wieder neue Erfindungen dazu, die die Schreibmaschine dann zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Veraltete Technik. Naja, immerhin, es werden immer noch jährlich 8000 Stück von den Dingern verkauft. Hier ein großes Dankeschön an die NSA, die dieses Video natürlich auch vor dir gesehen hat. Giuseppe Ravizza baute übrigens zwischen 1838 und 1848 Schreibmaschinen, die immerhin schon die heutige Tastatur, Groß- und Kleinschreibung und ein Farbband hatten. Und in den 1920ern durften wir endlich Hallo zu kleinen Gummikäppchen für die Tasten sagen, damit wir unsere Finger nicht schrotten. Ich könnte jetzt stundenlang weitere Erfindungen auflisten, aber ich möchte euch lieber sagen, wie eine Schreibmaschine grundsätzlich aufgebaut ist. Also, in einem Kasten, der sich Schreibmaschine nennen darf, findet ihr, und wer hätte das gedacht, eine Tastatur. Außerdem findet ihr immer einen Übertragungsmechanismus und ein Ausgabegerät, das dann die Buchstaben dank Farbband auf das Papier klatscht. Die Lettern gab es in Form einer Typenwalze, eines Typenhebels, eines Typenrads und eines Kugelkopfs. Durch diesen Schlitz da oben hat man dann übrigens in dieses Stück Nostalgie ein Blatt Papier gegeben, das dann Zeichen für Zeichen, Zeile für Zeile mit der Walze mittransportiert wurde. Die meisten Schreibmaschinen haben übrigens eine nicht proportionale Schriftart. Das heißt, alle Buchstaben sind gleich breit, was man durch spezielle Fortsätze namens Serifen an kleinen und dünnen Buchstaben wie beispielsweise dem I bewirkt hat. Olivetti schaffte es allerdings in den 60ern eine Schreibmaschine zu konstruieren, die nicht nur eine serifenlose Schriftart hatte, sondern auch einen halbautomatischen Blocksatz unterstützte. Den wohl größten Schritt im Bereich der Schreibmaschinen schaffte übrigens die Firma IBM am 19.07.1957 mit der ersten elektrischen Schreibmaschine. Zum Like und zum Abo-Button ist es kein besonders großer Schritt, genauso wenig zu den Comments. Ich schreibe jetzt das Skript für das nächste Video. In diesem Sinne, ciao!